Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Brudis und herzlich willkommen zu einem neuen Kreativ-Tutorial für Fortnite. Tja, wer kennt's nicht, Corona ist in der Stadt. Ihr dürft nicht in die Schule, ihr dürft nicht arbeiten, ihr solltet das Haus am besten nicht verlassen. Wann, wenn nicht jetzt, eine eigene Map bauen? Da komme ich mit meinen Tutorials ins Spiel. Ich möchte euch helfen, inspirieren, möchte euch Sachen zeigen, damit ihr eine eigene, wirklich coole Map bauen könnt. Wir starten mit einem kleinen Deko-Objekt, nachdem ich schon öfter gefragt worden bin, wie baut man einen schönen Brunnen. Das werde ich euch heute zeigen. Ihr könnt wie immer alles variieren, andere Steine, andere Pflanzen nehmen, was auch immer. Aber ich rede gar nicht lange um den heißen Brei herum. Wir schauen direkt ins Video. Los geht's. Und so sollte das Ganze dann im Endeffekt aussehen. Wir haben hier einen Brunnen oder mehr eigentlich so eine Quelle oder einen kleinen Wasserfall. Mit schöner Deko dazu, Pflanzen und alles, und so geht's los. Wir suchen uns wieder die Galerien raus. Hier am besten auf Pause drücken, wenn ihr irgendwas nicht seht, und dann könnt ihr recht gut sehen, wo die Galerien drinnen sind. Und dann droppen wir natürlich alles auf den Boden. Nehmen uns da mal so Grünflächen. Damit bauen wir den Untergrund quasi von dem Ganzen. Auf dieses kleine Erdfleckchen kommt dann unser Brunnen rechts hin. Den nehmen wir aus dieser Galerie. Da werden wir aber das Fundament von dem Brunnen unten quasi alles unter der Erde versenken. Und wir brauchen nur oben in dem Wasserfall diese Fontäne. Platzieren wir circa so. Naja, schaut recht gut aus. Dazu nehmen wir jetzt einfach normales Wasser, wo der Brunnen dann quasi reinfließt. Das werden wir im Untergrund platzieren. So noch ein bisschen transformieren auf die gewünschte Größe. Da habe ich mich dann dazu entschlossen, dass ich noch ein bisschen vergrößern werde, das Ganze. Und habe deshalb die braune Erde unten noch etwas vergrößert. Das platziere ich so leicht versetzt. So, noch ein bisschen kleiner. Sehr gut. Als nächstes brauche ich aus dieser Felsengalerie so ein paar moosbewachsene Steine. Da werde ich diese Felsmauer nehmen. Mit der werde ich jetzt da den Brunnen bzw. unseren kleinen Tümpel da quasi umranden. Einfach schön zumachen, das muss nicht unbedingt ganz genau sein, weil wir werden dann noch mit größeren Felsen die Überstände quasi verstecken. So einfach rundherum, bis die Form unseres Baches quasi fertig ist. So, jetzt wie gesagt nehmen wir dann noch größere Felsen, damit verkleiden wir oder verstecken wir irgendwelche Lücken oder Überstände vom Wasser. Und wir geben den ganzen Such irgendwie eine natürliche Form. Noch mehr Felsen. Einfach drehen, wenden, platzieren, wie es euch gefällt. Einen höheren Felsen werden wir da so in den Brunnen quasi reinstellen. Das muss schief, nach rechts. Na, jetzt steht der Felsen da ins Wasser. Das müssen wir noch schöner platzieren auf jeden Fall. Einfach da ein bisschen spielen und herumprobieren, bis das dann wirklich halbwegs natürlich ausschaut. Mit anderen Felsen, die werden wir dann noch verkleinern, transformieren, drehen und alles, versuchen wir jetzt dieses Metallgerüst quasi zu verhüllen, damit man halt nicht sieht natürlich, dass es ein Metallbrunnen ist. Da wir es jetzt drehen, wenden, bis es wirklich schön und natürlich ausschaut. Man sollte Sachen wirklich oft drehen, damit es einfach nicht kopiert ausschaut. Man sieht sonst einfach eindeutig, wenn man alles immer gleich lässt, in dieselbe Richtung, dass dann einfach, es einfach kopiert ausschaut und eigentlich, man sieht dann die Texturen und so, das schaut dann nicht wirklich schön aus. Man sieht auch, wenn man in die Natur gehen würde, sieht man einfach, dass alles kreuz und quer und Chaos ist. Dann nehmen wir hier aus der Galerie so dieses Wasserpritscheln. Da müssen wir schauen, dass wir das Gitter auf jeden Fall unter oder innerhalb der Felsen verstecken und oben auf der Wasseroberfläche dann das pritschelnde Wasser quasi sehen. Zack. Ja, schaut auf jeden Fall schon cool aus. Auf der anderen Seite noch ein bisschen vertikal drehen, dass wir noch auf der anderen Seite auch noch Wasser haben. Das gibt dem Ganzen einen echt dynamischen Effekt und schaut dann auf jeden Fall um einiges cool aus. Ja, passt, sehr gut. Als nächstes ein kleiner Geheimtipp, wer es noch nicht kannte. Wir nehmen so einen Wasserhydranten, platzieren den, schlagen einmal drauf und dann kann man ihn mit dieser Wasserfontäne platzieren. Das werden wir oben noch machen, um so einen leichten, noch mehr Pritscheln quasi zu erzeugen. Das setzen wir da einfach rein. Da sieht man jetzt noch das Rote, das muss man natürlich dann runter versetzen, unter das Wasser oder mit Steinen oder irgendwas anderem verkleiden. Die darf man natürlich nicht sehen, würde nicht ganz natürlich ausschauen. Da sehen wir es mit kleinen Felsen, wieder drehen oben zu,
Da sieht man nichts mehr vom Rot, vom Hydranten und ja, perfekt. Da noch ein bisschen das Metall verbergen. Das ist nicht ganz einfach, weil dieses Wasser flach ist und sobald man einen Felsen reinstellt, hat man da ein bisschen ein Problem. Zu den Pflanzen, ein nächster Trick. Wir nehmen Topfpflanzen, werden die aber so platzieren, dass der Topf unterhalb vom Wasser ist oder unterhalb der Map oder irgendwie so innerhalb vom Felsen. Die müsst ihr natürlich auch verstecken, damit das natürlich ausschaut. Aber damit kriegt man echt coolen Effekt hin und kann Pflanzen verwenden, die man sonst eigentlich gar nicht in der Natur von Fortnite verwenden kann. Das ist auch eine Topfpflanze. Einfach immer den Topf irgendwo drin verstecken. Sonnenblume. Es gehört eigentlich alles auf irgendein Fensterbrett oder in ein Regal, aber wir zweckentfremden das da und machen uns ein echt einzigartiges Naturschauspiel. Da noch so eine gelbe Blume drauf auf diese Insel. Sehr schön. Dann packen wir da noch einen großen Baum dazu. Bleibt alles. Ihr könnt natürlich ganz andere Pflanzen nehmen, andere Steine, einen anderen Baum, einen Nadelbaum, was euch gefällt. Einfach ein bisschen herumprobieren. Mir gefällt auch nicht immer alles sofort. Seht's, da habe ich jetzt geglaubt, mir gefällt er weiter vorne, dann verdeckt er den Brunnen aber zu sehr. Zack, ein bisschen weiter nach hinten und schon geht das. Da in der Galerie haben wir noch so lose Grashalme, die werden wir da jetzt in dem Tümpel quasi reinstellen, damit das Ganze noch ein bisschen verwachsener und ursprünglicher ausschaut. Das sind dann halt echt die ganzen kleinen Details, die sowas wirklich ausmachen und auch einzigartig machen in der Fortnite-Welt. Dann nehmen wir noch diese Büsche da quasi, dieses Getreidebuschwerk oder was auch immer das ist. Werden das ein bisschen kleiner machen, drehen und auch unter die Map versetzen zu einem Dreiviertel circa, so dass oben wirklich nur noch ein paar Grashalme rausschauen und beziehungsweise die Spitzen der Grashalme. Damals, das ist relativ neu, dieses Prop. Das sind vereinzelte hohe Büsche aus diesem Kornfeld. Die kann man auch ganz gut nehmen, um Akzente zu setzen. Da oben werden wir auch noch so ein kleines Blattwerk hinsetzen. Als nächstes haben wir in derselben Galerie diese, dieses Gewächs, was an Wänden runterwächst, was auch immer das genau ist. Das können wir da auch gut verwenden, um den Stein ein bisschen zu verkleiden. Schaut dann alles wirklich recht wild aus. Efeu oder was auch immer das ist. Jetzt fällt mir der Name ein. Dann haben wir da noch so eine lange Schlingpflanze in der Palmengalerie. Die werden wir verwenden, um da auch noch ein bisschen was so runterhängen lassen. So. Und das werden wir auch noch in den Baum oben reinsetzen, damit sogar der Baum eine bisschen individuellere Optik bekommt. Ob diese ganzen Details dann wirklich den Leuten auffallen, wenn sie eure Map spielen, ist fraglich. Ich glaube, wenige Leute haben wirklich ein gutes Auge für Details und sind detailverliebt. Das macht aber dann eben eure Map so einzigartig und ich glaube, das ist auch von mir relativ gutes Talent, wie man sieht. Da werden wir noch so eine Baumwurzel mitten in den Tümpel reinsetzen, dass es wirklich sehr überwuchert und wild ausschaut. In dieser Galerie haben wir noch so kleine Steinbrocken, die missbrauchen wir jetzt da, die sind eigentlich für Gräber gedacht, aber die geben dem Ganzen wirklich noch einen schönen, nicht runden oder runden Abschluss, sagen wir mal so, weil der Tümpel doch recht eckig ausgeschaut hat. Wie man jetzt sieht, wenn man das da platziert, schaut das einfach ein bisschen natürlich aus. Hängematte noch dazu daneben, dass man relaxen kann. Sicher eine coole Stelle, würde ich auch gerne liegen. Beleuchtung ist ganz wichtig, um dem Ganzen irgendwie einen Flair zu geben oder einen bestimmten Effekt oder eine Stimmung zu verleihen quasi. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Der Baumstamm ist ein bisschen schief abgesägt und ich platziere auch die Lampe schief. Und das sind nämlich wirklich die Details, die sowas dann wirklich ausmachen, ja, und unterscheiden von einer Mainstream-Map, sage ich jetzt mal. In dem Baum hängen wir auch noch so ein Netz mit Kisten. Schaut eigentlich auch noch ganz nett aus. Ein bisschen größer machen und diesen Haken oben rein. Dann haben wir noch in dieser Seegalerie an Seestern, Muscheln und so Korallen und sowas. Passt jetzt natürlich, eigentlich ist kein Salzwasser, da sind wir aber nicht ganz korrekt. Das schaut einfach sehr lieb aus und schön, finde ich, wenn da jetzt einfach so ein Seestern liegen wird. Da packt man noch einen zweiten kleineren, ein bisschen auf die andere Seite. Aber das sind halt einfach Details. Ja, und wie man sieht, das ist schon der ganze Zauber gewesen. Hat mich jetzt kostet, glaube ich, 35 Minuten reell zum Bauen. Und so schaut das dann fertig aus. Mittlerweile bin ich echt schnell in sowas. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen. Ja Leute, das war's mit dem Brunnen. Ich hoffe, ihr könnt den für eure eigene Map irgendwie gebrauchen. Es ist ein wirklich schönes Deko-Objekt, kann man eigentlich überall einsetzen und auf jeden Fall komplett individuell bauen, wie man will. Also andere Steine, andere Pflanzen, was auch immer ihr wollt.
Dann wünsche ich euch noch gutes Gelingen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.